es gibt ja immer Leute, die finden die Sendung gut und Leute, die finden die Sendung nicht so gut. Ich habe auch mich mal heute hinterfragt, mache ich das überhaupt? Lohnt sich das, mich als Moderator einzusetzen? Haben wir selber so gefragt, ein bisschen für mich. Ist das gut, was ich da gemacht habe? Und hast du nicht auch mal überlegt, ob du nicht Musiker werden willst? Talent hast du? Das macht doch alles keinen Sinn. Manchmal frage ich mich schon, was mache ich hier eigentlich? Was? Nix, kenne ich das Gefühl gerade. Ich muss ja sagen, dass ich für Mario Basler wirklich als Fußballspieler immer eine Schwäche hatte. Ich fand ihn immer toll als Spieler. Hat auch diese ganze Haltung, 70 Minuten spielen, dann im Marlboro wegrauchen, kommt meinem Lebensstil gar nicht so, ist gar nicht so weit von meinem entfernt. Ja, es war so vom Adrenalin-Level und vom Grad der Kontroversen ein kleines bisschen über dem Kanzlerduell, habe ich das Gefühl gehabt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ach. Ansonsten, am Ende waren wir uns doch einig, dass wir alle gut und gerne in Deutschland zusammenleben möchten, oder? Das kann man sagen. Ich fand Frau Giffey auch einen tollen Gast. Fand ich auch. Trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass die SPD die Partei ist, die nicht möchte, dass der Staat sich um Sachen kümmert. Hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich war die Zeit unter Schröder die goldene Zeit, in der jeder Sozialhilfe noch bekommen hat. Das dachte man immer so. Schröder hat den Staat, hat Deutschland eigentlich, wie wir es kennen. Der hat Scheine ohne Ende rausgetan. Und hat letztlich für sich das Beste rausgeholt. Und das ist diese. Ich würde mir überhaupt wünschen, wenn man sich überhaupt jetzt mal für eine Vision entscheiden können. Ja. Dieses Gerhard Schröders Mindset. Dieses, es ist eh scheißegal, ich bin auf dem Rückweg, ich nehme jetzt alles mit, was geht. Vom Russen nochmal schön irgendwie einen Geldkoffer vor die Tür gestellt. Gas Gerd. Das ist eigentlich so, das würde ich mir eigentlich für alle Menschen in Deutschland wünschen. Hast du da noch irgendwie auf dem Nicht Rückweg? Hartz IV, sondern Gerd 1. Aktenkoffer mit Geld. Gerd 1. Ich mache jetzt Gerd 1. Ich nehme mit, was geht. Ich nehme mit, was geht. Scheiß drauf, was die Menschen denken. Ich greife die dicke Kohle ab. Und ich Gerd 1. Ich bringe bald eine Zeitschrift raus unter meinem Namen. Die Olli. Wirklich? Ja, die Olli. Die Olli? Die Olli. Alles, was der Mann braucht. Bei Gruner und Ja auch, oder was? Bei Gruner und Ja. Mit der Barbara zusammen. Und der neuen Joko. Wirklich? Ja, Joko war auch eine Zeitung. Barbara Schöneberger macht eine. Warum willst du noch keine? Die neue Olli. Denkt da mal drüber nach, ihr lieben Zeitschriftenverlage. Bis zum nächsten Mal. Verlage. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao.